Die Messe Dortmund, besser gesagt die Jagd und Hund, feiert ihren 30. Geburtstag. Aber deswegen sind wir nicht hier. Denn die Deutsche Jagdzeitung feiert in diesem Fall ebenfalls ihr 30-jähriges Bestehen. Und deswegen sind wir hier. Auf der Messe gibt es natürlich schöne Sachen zu sehen und natürlich weniger schöne. Aber wir sind für die Zung-Show hier. Die Zung-Show ist natürlich nicht zu verwechseln mit der RTL-Zong-Show aus den 80er Jahren. Jörg Nagel und Holger Runkel sind auf Kandidatensuche. Guten Tag, mein Name ist Jörg Nagel. Darf ich mal Ihren Rücken angucken? Starke Weste haben Sie an. Wunderbar, finde ich auch. Deutsche Jagdzeitung, 30 Jahre, besteht. Hat aber nichts mit der Zung-Show zu tun, oder? Bitte womit? Mit der Zung-Show, dass Sie diese Jacke tragen. Doch, deswegen haben wir die alle angezogen. Kommt mal her, ihr beiden. Die gehören zu Ihnen? Die gehören zu mir, ja. Seid ihr auch schon Jäger? Nee. Nicht? Wie alt bist du? 11. Willst du mal Jäger werden? Und du? Ich bin der Cousin von ihm und ja. Sie sind Jäger? Jawohl. Wo jagen Sie denn? Wir jagen unten an der Mosel und im heimischen Revier unten am Niederrhein. Ich stelle Ihnen mal eine Frage und wenn Sie die Frage richtig beantworten, sind Sie nachher bei der Zung-Show dabei und haben die Chance, einen der tollen Preise abzusahnen. Hoffen wir, was schaffen. Sie kennen hier ihn? Der macht die Filme von den, auf der CD immer. Rolf, Ralf. Börst. Börst ist schon mal gut. Börsken. Wie hieß die ehemalige Hauptstadt von Deutschland? Die ehemalige. In Bonn. Bonn? Bonn-Börsken? Ja, fast. Na, Bonnekesten ist auch wirklich ein unmöglicher Name. Ja. Käse. Bonnekäse. Bonnerkäse. Bonnerkäse, genau. Absolut richtig. Aber die Frage ist ja, was sagt er immer zum Schluss an seinen Filmen? Fuchs kann überkommen. Aha, das wollte ich hören, ganz genau. Gut, Sie sind dabei. Schnell noch ein Foto gemacht, damit hinterher jeder weiß, wann er auf die Bühne muss. Und weiter geht die Kandidatenjagd. Hallo. Tag. Was machen Sie denn hier? Ja, ich gucke mir hier die Messe an und werde hier gerade anscheinend gefilmt. Ja, sieht so aus. Sieht so aus, ja. Und? Was kann ich für Sie tun? Sie tragen da so eine Signalweste. Richtig. Was steckt denn dahinter? Warum machen Sie das? Ich mache das für die Wild und Hund. Ich mache praktisch Werbung. Ich bin Abonnent hier. Und hier alle haben ihren Spaß dabei. Für wen? Für die Wild und Hund. Paul Parei Verlag. Sicher? Für die Wild und Hund? Für die Deutsche Jagdzeitung. Was ist das beste Jagdmagazin auf dem Markt? Die Deutsche Jagdzeitung, selbstverständlich. Ich habe es nicht richtig gehört. Die Deutsche Jagdzeitung. Na also, geht doch. Ist aber auch manchmal schwierig. Sie tragen eine orangene Signalweste. Wie kommen Sie denn zu der? Ja, ich war vorne am Stand, habe mich für die Jagdzeitschrift interessiert und da wurde mir das angeboten. Sie waren also bislang kein Abonnent und haben jetzt ein Abo gemacht, weil Sie sich für die Deutsche Jagdzeitung interessieren. Ja, so ist es. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Ja. Ich habe sie früher sogar schon einmal gehabt, habe sie kennen und lieben gelernt. Habe sie abgesetzt ein Jahr, weil mein Vater gestorben war. Der hat die Wild und Hund bezogen. Habe das jetzt weitergeführt, aber bedingt durch die DVD und alles, was da drin ist, was also sehr schön war. Ich habe noch 4 Söhne, die auch alle Jäger sind. Es ist also hochinteressant und ich werde dich wieder beziehen für die Zukunft. Das ist sehr löblich. Na, bei so einer Antwort brauchen wir ja fast keine Quizfrage. Guten Tag, mein Name ist Jörg Nagel von der Deutschen Jagdzeitung. Sie sind ungewöhnlich gekleidet. Ja, habe ich unten am Stand gekriegt, so eine Weste.
Jetzt sind sie auch in jeder Halle bei dir. Kann immer kommen. Ja, ja, so ist es. Fuchs kann immer kommen. Ja, genau. Ja, ja. Guten Tag. Nagel von der Deutschen Jagdzeitung. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich das hier mit mir rumtrage. Ne? Ja. So ist es. Und manchmal muss man die Kandidaten auch suchen. Dauert aber nicht lange. DJZ-Leser gibt's ja überall. Ist sie hier Jägerin? Ist sie Jägerin? Nein, leider nicht. Sie sind Jäger? Ich bin der Jäger, genau. Warum tragen Sie denn die Signalweste? Da die Deutsche Jagdzeitung ihr 30-jähriges Jubiläum feiert und ein Gewinnspiel veranstaltet, wurden diese netten Westen ausgegeben. Und dank eines netten Hinweises. Wissen Sie denn, was da hinten draufsteht auf der Weste? Jetzt haben Sie mich. Holger, einmal umdrehen. Erfrischend anders. Nochmal, das klang gut. Erfrischend wie? Erfrischend anders. Okay, Sie wollen wahrscheinlich auch an der Zungshow teilnehmen. Da gibt es tolle Preise zu gewinnen. Wahrscheinlich haben Sie deshalb diese Jacke an, oder? Niederrhein. Ja, richtig. Ist ja nicht schlimm, ne? Was trägt man am Niederrhein? Freundlich gelb. Sie sind Jägerin? Fast. Ich bin dabei, den Jagdschein zu machen. Hallo. Wie ist denn Ihr Name? Michael Meyers. Wo kommen Sie her? Oberweiler. Oberweiler, okay. Aber wir suchen doch eine Frau. Ja, sind Sie richtig hier? Männer sind ja manchmal flüchtig wie Gas. Ja, dann gehen Sie als Pärchen nach oben gegebenenfalls. Ja, genau. Wollen wir es machen? Wie lange liest denn Ihr Mann schon die Deutsche Jagdzeitung? 5 Jahre. Ist die gut, die Zeitung? Ja, wir sind zufrieden. Sie lesen die auch? Ja, ich lese die auch. Titelthema letzte Ausgabe? Bitte? Titelthema letzte Ausgabe? Weiß ich. Gemein. Das ist auch nur ein Spaß. Okay, wir machen jetzt ein Foto von Ihnen, aber wir müssen jetzt Ihren Mann noch einfangen. Kommen Sie gerade mal ein bisschen her. Wir müssen Ihren Mann noch einfangen, dann machen wir von Ihnen beiden zusammen ein Foto. Und wenn das Foto um 16.30 Uhr bei uns an die Leinwand geworfen wird, kommen Sie nach oben und dann spielen wir um super Preise. Okay. Wollen wir das machen? Ja. Gut, 92 Sekunden hat er. Wie viel? 92. Dirk, du musst sofort zurückkommen zum Stand, wo Till ist. Die möchten von dir und mir zusammen ein Foto haben, weil ich keine Jägerin bin. Kommst du bitte? 92 Sekunden hast du. Das war mal 48. 48 hast du noch. Bis sofort. Ciao. Na, da kommt er aber gerannt, der Gatte. Also schnell das Foto, dann sind auch diese beiden dabei. Eines haben wir natürlich alle gefragt. Wie finden Sie denn die Deutsche Jagdzeitung? Erfrischend anders. Erfrischend anders, Deutsche Jagdzeitung. Erfrischend anders. Ja, erfrischend anders. Genau so. Na dann, bis gleich auf der Bühne.